Gehen wir nicht drum herum. Es ist die reine Bequemlichkeit, warum massenhaft Patienten die Notaufnahmen der Krankenhäuser verstopfen. Weil man es während der Woche nicht zum Arzt geschafft hat, weil man sonst vielleicht lange auf einen Arzttermin warten müsste. Und so sitzen am Wochenende tausende Patienten dort, wo sie nicht hingehören. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Notaufnahme im Krankenhaus. Von wegen Notfälle. Schon seit 2 Wochen mache ich rum. Die Notaufnahme beruhigt, ja. Und wie bequem, dass der Bereitschaftsarzt auch am Wochenende da ist. Meistens brauchen sie entweder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ja, die am nächsten Tag vorliegen sollte. Und dann kommt man eigentlich für Pillepalle. Ob Klinik oder Bereitschaftsdienst, sie müssen ausbaden, wenn Patienten die Notfallversorgung für Bagatellen ausnutzen. Und das ist etwas, was unser Krankenhaus, insbesondere aber auch die Mitarbeiter in unserem Krankenhaus, schon an die Grenze des Leistbaren bringt. Max unterwegs in Krankenhäusern und mit Bereitschaftsärzten. Wir wollen wissen, wer nutzt den Notdienst aus? Und was kann die Notaufnahme gegen den Massenansturm tun? Wir sind in der größten Notaufnahme Hessens, im Sana-Klinikum in Offenbach. 70.000 Notfälle jährlich. Es ist Freitagmittag, schon rollt die Patientenlawine. Warum sind die hier? Weil ich die Treppe runtergefallen bin. Und da war ich heute arbeiten und dann hat es dann immer noch wehgetan. Meine Nachbarin arbeitet hier und wir fühlen uns hier sehr wohl. Ich habe so am Körper so viele Flecken gekriegt, so Pünktchen. Und ich wollte gucken, was das ist. 10 Stunden Notdienst für Chefarzt Dr. Daniel Kiefel. Er schaut nach der Patientin mit den Flecken. Ein Ausschlag und das seit Tagen. Sie liegt jetzt hier, weil ihr der Termin beim Facharzt nicht passt. Kommt immer wieder am 9. Am Dienstag sollte ich jetzt hin. Und sehr lange Wartezeit. Da habe ich gesagt, nee, komme ich hierher. Es handelt sich um ein relativ harmloses Krankheitsbild, das auch von selber wieder verschwinden wird. Notfall? Kein echter Notfall. Und von wegen Einzelfall. Die Klinik schleust Patienten durch, die zwar einen Arzt, aber keinen teuren Notdienst brauchen. Alleine hier sind das 50 Patienten täglich. Und es wird jedes Jahr schlimmer. Selbstbedienungsmentalität. Sie können um 23 Uhr noch in den Supermarkt gehen, um 1 Uhr nachts tanken und im Computer Tag und Nacht alles bestellen. Und ich glaube, dass das auch für die Dienstleistung Gesundheit abgefärbt hat. Und das ist sehr teuer. Geschäftsführer Sascha John rechnet vor, was die Klinik diese Notfälle kosten. Wir bekommen für jeden Patienten einen Betrag von ungefähr 30 Euro. Allerdings kostet uns auch jeder Patient ungefähr 120 bis 130 Euro. Wenn man alles zusammen betrachten würde und würde unsere Notfallambulanz alleine sehen, ergäbe es ungefähr ein Defizit, das ca. 7-stellig ist. Über 1 Million Euro Defizit im Jahr. Umso schlimmer, wenn jeder 5. Patient kein Kliniknotfall ist. Normale Beschwerden, dafür ist hier der ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig. Aber 300 Mitarbeiter, nichts los. Kennen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst? Nee, nicht wirklich. Wenn ich groß hätte, wo er ist, bestimmt. Außerdem ist es so unscheinbar, diese ärztliche Aufnahme. Das ist sehr, also so abseits vom Krankenhaus. Rund um die Uhr ein Arzt. Diese Vollversorgungsmentalität erleben wir auch hier. Max bei Bereitschaftsarzt Stefan Tomaselli in Braunfels. 24 Stunden Dienst. Und je nach Wetterlage gibt's Stress. Die kommen bei schlechtem Wetter, wahrscheinlich weil es ihnen dann langweilig ist zu Hause oder nichts zu tun haben. Beim schönen Wetter gehen die raus. Unglaublich, 8 von 10 Patienten haben nur Wehwehchen. Aber Dr. Tomaselli ist ja schon froh, diese Patienten kommen wenigstens in die Zentrale. Was ihn noch mehr ärgert, sind die, die ohne Not den Hausbesuch anfordern. Oft sind es ja Argumente, weil die nicht fahren können, die haben kein Auto, die wären alleine oder haben 2 Kinder zu Hause, der Nachbar könnte nicht fahren. Und dann kommt man eigentlich für Pillepalle, kommt man nach Hause, obwohl es gar nicht nötig wäre, einen Hausbesuch zu machen. Und wieder ein Notruf aus der Bereitschaftszentrale. Das sind hin und zurück wieder 40 Kilometer. Der Patient kein Unbekannter. Warum braucht er am Samstag so dringend den Arzt? Einfach um jetzt notfallmäßig mal Medikamente zu kriegen. Oder ein Schwätzchen zu halten. Oder auch einen Kaffee zu trinken.
So geht's weiter. Seine Bilanz an diesem Samstag: 24 Patienten, 18 davon Lappalien. Kostet die Kasse pro Besuch durchschnittlich 150 Euro. Allein bei ihm summiert sich das auf 2.700 Euro an einem Tag. Für Patienten, die definitiv keinen Notarzt bräuchten. Bereitschaftsärzte am Limit und überfüllte Krankenhäuser. Wie der Notdienst besser funktioniert, zeigt das Beispiel Fritzlar, das Hospital zum Heiligen Geist. Auch hier machen sie Überstunden für den Notdienst. Der ärztliche Direktor Carsten Bismarck schätzt den Anstieg der Notfälle auf 8%. Aber hier arbeiten sie direkt mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst zusammen. Das heißt, die Filterung, welcher Patient muss ins Krankenhaus und welcher Patient kann auch ambulant weiterbehandelt werden, wird durch diese Kollegen vor Ort hier schon wahrgenommen. Und wir spüren auch, dass diese Bagatellfälle während der Zeiten, in denen der ärztliche Bereitschaftsdienst eröffnet ist, dass die zurückgegangen sind. Weniger Bagatellfälle also für die Klinik. Und weil die Praxisräume direkt neben der Notaufnahme liegen, kurze Wege für Ärzte und Patienten. Also das hatte mir das Krankenhaus vorne an der Pforte empfohlen. Weil das hier auch einfach viel schneller geht. Das ist eigentlich sehr schön. Es geht ziemlich zügig. In der Ambulanz sitzt man öfter Stunden. So kommen sie mit ihrem Sohn direkt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dennis hat einen Mopedunfall. Ganz klar ein Notfall, aber nicht zwingend fürs Krankenhaus. Wir zählen auch hier mal nach. Bereitschaftsarzt Wolfgang Pflegers behandelt 15 Patienten. 10 sind kein Notfall. Macht 200 Euro Defizit in nur 3 Stunden. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man erstmal zum Hausmittel greift bei vielen Patienten, ja, oder dass sie sich mal ins Bett legen. Das Max-Fazit: Auch intelligente Lösungen helfen beim Notdienst nicht wirklich weiter. Solange Patienten ohne Rücksicht mit kleinen Wehwehchen die Notaufnahme blockieren, geht das zu Lasten der wirklichen Notfälle.